Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, am 9. Juni ist also die Stichwahl um das Landratsamt und ich möchte ein paar Begebenheiten erzählen über Sven Gregor, wie ich ihn kennengelernt habe, wie ich ihn wahrnehme. Also erst einmal die erste Situation, wo er mir aufgefallen ist. Das war rund um diese Nazi-Konzerte in Thema, war das 2016? Und da hat er eine so elegante und gute Art gehabt, seinen Bürgermeisterkollegen von Thema, den Hubert Böse, zu unterstützen. Das hat mich sehr beeindruckt, weil bei jeder Kundgebung, die es dann da gab, bei jedem wichtigeren öffentlichen Termin, war der Sven Gregor einfach da und stand direkt an der Seite seines Bürgermeisterkollegen. Er hat sich nicht auf die Bühne gedrängt, der hat vollkommen akzeptiert, dass das nicht seine Stadt ist, sondern dass es da mit dem Hubert Böse einen Bürgermeister gibt. Aber er war eben da, er stand eben buchstäblich und tatsächlich auf der Seite seines Kollegen. Das zweite Mal ist er mir aufgefallen, als es dann in der Corona-Zeit ja wirklich drunter und drüber ging. Und jetzt kann man natürlich sagen, die Corona-Zeit, das war insgesamt jetzt nicht unbedingt eine Phase, in der sich das deutsche Verwaltungswesen und die Politik jetzt irgendwie mit Ruhm bekleckert hat. Aber was hier abgegangen ist, also das war dann schon besonders eklatant. Und man hat eben da auch schon gesehen, dass unser Landratsamt nicht gut geführt wird und dass es nicht gut funktioniert und dass es in einem Krisenfall überhaupt nicht vernünftig funktioniert. Und dann habe ich eben diese Idee eines digitalen runden Tisches aufgebracht und der Sven Gregor hat darauf reagiert und wir haben telefoniert und dann haben wir das gemeinsam aufgebaut. Und da habe ich ein paar Sachen über ihn erfahren, die ich jetzt einfach mal erzählen möchte, weil er sie selber wahrscheinlich nicht erzählen würde. Zum Beispiel, als das dann losging mit den Kindergartenschließungen, und ich glaube, im Nachhinein sieht praktisch jeder, dass das ein totaler Fehler und eine Grausamkeit war, die auch überhaupt nichts mit dieser Pandemiebekämpfung da irgendwie, das hat gar nichts geholfen. Also es hat den Kindern geschadet, den Eltern geschadet, geholfen hat es nichts. Da hat der Sven Folgendes gemacht. Er hat seine Kindergartenleitungen zusammengeholt und hat gesagt, hört zu, jetzt ist Krieg, jetzt ist Ernstfall. Und da gibt es einen, der bestimmt, und das bin in dem Fall ich. Und dann hat er jeden Tag als erstes in der Früh alle Kindergartenleitungen angerufen und hat gesagt, hört mal zu, braucht ihr irgendwas? Kann ich euch helfen? Gibt es Probleme? Wie kann ich euch unterstützen? Das heißt, er hat in dieser wirklich extremen Krisen- und Notsituation die Verantwortung an sich gezogen. Er hat vor allem erst einmal auch begriffen, dass es jetzt hier für die Kinder wirklich entscheidend darum geht, dass man da aufpasst, was da passiert und dass die Kindergärten jetzt wirklich extrem unter Druck geraten. Er hat die Verantwortung an sich gezogen und hat diese Verantwortung dann aber so ausgefüllt, dass er den Leuten, die da sozusagen an der Front zu tun hatten, mit Verordnungen, die kein Mensch verstanden hat, dann sind Eltern wütend geworden, Kinder sind mit den Masken nicht klargekommen und so weiter. Er hat seine Verantwortung dann eben genutzt, um zu helfen und zu unterstützen und war eben insofern da für die Leute. Und das ist das, wie ich den Sven eigentlich immer wahrgenommen habe, rund um den digitalen runden Tisch sowieso. Und da war es wirklich auch für mich ganz beeindruckend, dass diese ganzen Bürgermeister, die da waren, also auch der André Henneberg oder auch der Christopher Oter, die haben in dem digitalen runden Tisch eine wirklich tolle, nämlich ich möchte fast sagen, dienende Rolle gespielt. Das war also nicht so, dass die irgendwie diesen Rahmen, da waren ja dann zum Teil 60, 70 Leute in diesen Zoom-Konferenzen drin, dass sie dieses Forum genutzt hätten, um da so einen verkappten Wahlkampf zu führen, sondern diese Bürgermeister, eben der Sven, aber eben auch der Christopher, auch der André Henneberg, die haben vor allem zugehört. Was sind die Probleme? Was erzählen die Leute? Wo hakt's? Wo brennt's? Wo muss man was machen? Und wenn sie etwas gesagt haben, dann haben sie konkrete Lösungsangebote unterbreitet und haben dann gesagt, der Christopher Rother erinnere ich mich zum Beispiel, wo er gesagt hat, Mensch, wir haben doch da das Mehrgenerationenhaus in Helzburg und da könnte doch die Leitung von diesem Haus das und das übernehmen für den ganzen Landkreis, weil dieser Landkreis nicht funktioniert hat.
Und das muss man hier mal ganz prinzipiell schon sagen. Unser Landkreis funktioniert nicht gut. Und das Landratsamt funktioniert nicht gut. Und das ist jetzt keine verdammende Kritik an allen Leuten, die in dem Landratsamt arbeiten. Bloß wenn du mit den Leuten redest oder auch wenn du da als Bürger unterwegs bist, merkst du das ja auch, dass diese Behörde nicht gut funktioniert. Und ich möchte abschließend noch was sagen, wenn ich hier als ehemaliger Bürgermeisterkandidat der Kreisstadt so viel über Bürgermeister jetzt rede. Ja, ich bin es nicht geworden, wobei ich sagen muss, mit den 42%, die ich dann da geholt habe, bin ich, glaube ich, bis an das Ende meines Lebens erst einmal auch sehr stolz und zufrieden. Aber der Patrick Hammerschmidt hat eben auch gezeigt, dass ein konstruktiver Neuanfang auch in einer sehr, sehr festgefahrenen und zerstrittenen Situation durchaus möglich ist. Und deswegen glaube ich, müssen wir jetzt bei dieser Wahl am 9. Juni einfach auch schauen, dass wir auch die positive Möglichkeit mal begreifen. Also einerseits ist klar, der Landkreis kann sich jetzt auf ewig unmöglich machen in der ganzen Welt. Also da haben wir wirklich eine großartige Chance, jetzt uns wirklich also völlig abzuschießen. Ja, also das ist ja wirklich eine goldene Möglichkeit, hier alles zu versauen. Aber es gibt eine sehr, sehr positive Möglichkeit und die heißt Sven Gregor. Der Sven Gregor ist nicht irgendein Notkandidat, sondern es ist ein hervorragender Kandidat, den man sich, auch wenn man sich anschaut, was der in Eisfeld so getrieben hat die letzten Jahre mit Bürgerbeteiligung, auch wie diese Stadt sich entwickelt hat, auch wirtschaftlich, dann glaube ich, kann man sagen, wir haben hier einen hervorragenden Landrat, den wir am 9. Juni wählen können. Und dann sollten wir das bitte unbedingt auch alle tun.